Die Lavatextur ist wirklich göttlich. Ach so, die anderen. Nein! Die anderen Amulette sind da im Boden. Ja, wie jetzt? Ach, da ist ein Boot. Jo! Könnt ihr die Anspannung fühlen? Can you really feeling it? Ja gut, okay, das war Xenoblade, aber dennoch, wir sind hier in Rotards verbotenen Landen. Vermutlich die finale Welt. Die Lava-Welt. Elphelin muss hier irgendwo sein. Vielleicht in den verbotenen Feuerlanden? Wenn, sollten wir ihn allerdings schnell retten, bevor er gegrillt wird. Wobei, ich hätte nichts gegen einen leckeren Schenkel. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Ich möchte ihn retten, so schnell wie möglich. Coole Autobahn. Sieht fast aus wie ein Highway, also es könnte amerikanisch werden. Ja, wobei, wenn ich hier so die zwei Skulpturen sehe. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Eiswelt war ja sehr europäisch. Ich möchte fast sagen, an London angelehnt. Bei der ersten bin ich mir jetzt nicht sicher. Es hatte Großstadt-Feeling, aber lässt sich jetzt nicht genau klassifizieren. Es kann halt jede Großstadt der Welt sein. Bei der zweiten Welt könnte man sagen, okay, das ist Australien vielleicht. Welt 3 auch, keine Ahnung. Alles Mögliche. Aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Was machst du hier, hä? Was versteckst du? Ah, okay. Da oben komme ich zwar nicht rauf, aber den zu besiegen war dennoch richtig. Und wir können auf das Meta Knight-Schwert wechseln. Oh yeah. Frisch freigeschaltet im Kampf gegen Meta Knight. Im letzten Part. Im Kolosseum. Die Insel hier geht unter. Wegen dem Lava-Meteor. Uiuiui, das sind aber auch richtige Oschis, du. Kennen wir natürlich schon von Mario. Aber das bleibt gefährlich. Übrigens, die Lava-Textur ist wirklich göttlich. Wobei, gut, okay, das hier in der Mitte, ja, ist okay, ne? Ist so eine 7. Aber das links mit dem Rot, Gelb, Schwarz, finde ich gerade für dieses Game super stark. Das war auch schon auf der Overworld top, top, top. Da hat es dann eine 9,5 bekommen. Hier im Level, jetzt aus der Sicht, ja, eine gute 9. Das da ist eine 7. Und der Lavastrom ebenfalls eine 8,8. Sehr, sehr gut, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn ihr ein Spiel findet und das hat Top-Soundtrack, Top-Grafik, perfektes Level-Design, aber eine scheiß Lava-Textur, dann ist es trotzdem kein gutes Spiel. Lasst es im Laden stehen. Schreibt eine 1-Stern-Bewertung, weil Lava-Textur ist alles Kappa. Okay, wäre das Meme auch hier in diesem Let's Play untergebracht? Oh, und jetzt aufgepasst. Aber ich finde das richtig cool, wie die einzelnen Inseln untergehen und dann da so ein Lava-Boppelchen entsteht. Da, oh, das ist richtig schön. Da kommt direkt schon dieses Mischmasch mit, das Magma. Sieht großartig aus. Und hiermit hätten wir unseren ersten geretteten Waddle Dee, den wir auch beinahe verpasst hätten, weil hätte ich mir da jetzt länger Zeit gelassen, hätte ich das Amulett nicht mehr bekommen, ne? Dann wäre er verbrannt. Was wir natürlich nicht zulassen können. Wechseln wir mal auf den Bohrer. Den Doppelbohrer. Der hat auch überzeugt in der Arena. War stärker als gedacht. Oh, da rechts. Links. Sorry. Es sieht so gut aus. Optisch macht dieses Spiel wirklich alles richtig. Moment, was ist das? Nur eine Münze? Ich hoffe jetzt nicht, dass das ein Ausgang aus irgendeinem Geheimnis war, weil es sah schon special aus. Okay, hier können wir unten durch und das war dann doch eine
notwendige Entscheidung, den Mora mitzunehmen. Das ist ja gemein. Die Entwickler haben sogar an den Softlock gedacht. Deswegen war da die Bohrerfähigkeit drin. Aber wer schon so doof und verlässt in dem Moment seinen Bohrer... Moment. Haha! Jetzt haben wir was gefunden. Ultra Secret. Und sogar eine Mission. Finde die geheime Passage. Aber keine Blue Coin? Ja gut, dafür eine Kapsel. Nice. Aha. Ich habe da ein Glitzern gesehen, deswegen. Aber es sind nur Münzen. Ja. Dennoch nehme ich gerne mit. Richtig klasse Atmosphäre. Dramatische Musik. So muss das sein. Nicht zu voreilig. Was ist denn da oben los? Habt ihr das gesehen? Wie komme ich da hoch? Da war, glaube ich, eine Kapsel. Ah, okay. Hinter dem Bison. Mhm. Geht's noch weiter rauf? Leider nein. Ich dachte erst, dass unten wäre vielleicht ein Grafikfehler, aber das ist einfach nur ein Stück von dem Gebäude, was da in der Lava liegt. Mann, warum geht er denn automatisch rauf? Ich habe das Gefühl, dass ich da, wenn ich schnell genug gewesen wäre, noch irgendwas hätte bekommen können. Aber vielleicht irre ich mich auch. Warte, was ist das für eine Münze hier? Aha. Genau mit sowas ähnlichem habe ich davor gerechnet. Auch hier wird der Bohrer benötigt. Dann los, Kirby! Aber ich mache mit dem bewegungstechnisch noch viele Fehler. Deswegen muss ich aufpassen. Ach so, die anderen... Nein! Die anderen Amulette sind da im Boden! Oh, Digga, war das... Ja, okay. Kann man das resetten? Jetzt werden wir es wenigstens rausfinden. Und ich weiß, ihr sagt euch alle so... Boah, bist du dumm, das war so offensichtlich. Aber das erste Amulett, das lag da einfach nur rum. Hier, guck. Und deswegen dachte ich, okay, das sind nur Münzen, ich muss weiter rauf. Die liegen da alle so rum. Nein, tun sie nicht. Tun sie nicht. Schon ein bisschen knapp bemessen. Ja, wobei es geht. Es geht. War ein Fehler. Habe ich falsch verstanden, falsch gesehen. Immerhin muss ich das Level nicht neu starten. Gut gemacht. Dankeschön, liebe Entwickler. So ist das frustfrei. Und man kann eine Niederlage dann schön abnicken und abspeichern. Oh, ich liebe... es wieder die Hitze zu sehen ist. Ich dachte erst, da läuft ein bisschen Lava runter, aber nein, ich denke, das ist Hitze. Ich fühle jetzt das Wasser. Auch das bekommt man ja nur durch den Bonusraum. Könnte also mit einer Mission zusammenhängen. Ja. Zerstöre 7 Lavakugeln mit Wasser. Oh nee, ich habe jetzt aber schon 2 verpasst. Nee, wobei, der eine hat noch gezählt. Aber der erste nicht. Bitte sag mir, dass es mehr als 7 gibt. Weil so schnell konnte ich jetzt nicht reagieren, ey. Da kommen 3 weitere. Boah, muss man da schnell sein? Das sind sogar 4. Ich hab
habe die alle erwischt, ne? Aber es fehlt, glaube ich, jetzt wirklich einer. Als ob. Was? Kann ich das wirklich nicht nochmal triggern? Vielleicht durch die Fackel? Zählt die Fackel, bitte. Nein? Okay, ich versuche jetzt aber trotzdem mal klug zu sein. Und wechsle einfach den Bereich, wenn das geht. Geht's nicht? Doch, ich könnte theoretisch nochmal in den Bonusraum. Der fühlt sich, glaube ich, auch langsam verarscht. Aber das Problem ist, das Wasser ist zu weit hinten. Selbst wenn der jetzt nochmal runterkommt. Treffe ich es nicht. Und nein, da kommt nichts mehr. Okay. Dann muss das nachgeholt werden. Belastend. Auch noch am Ende des Levels sehe ich gerade. Ekelhaft. Na. Passiert. Ich habe erstmal die Lavapfützen versucht wegzumachen. War falsch. Aber abgesehen davon, schönes erstes Lava-Level mit den typischen Meteoriten, die von oben runter geflogen kommen. Gordo-Stange. Korori. Nagodil. Dieser robuste Schwimmer besitzt einen kräftigen Kiefer und lauert an der Wasseroberfläche auf Beute. Spezialpower haben gegen diesen gepanzerten Gegner keine Chance, aber vielleicht kann Kirby mit dem Vollstopfmodus etwas gegen ihn ausrichten. Ja, mit dem Boot hat's geklappt. Autostopfer Kirby. Den haben wir noch nicht? Jedenfalls kann sich Kirby mit dem Vollstopfmodus Autos reinstopfen. So wird aus ihm ein rosa Flitzer, der springen kann und über Turbospurts verfügt. Aber gegen eine gemütliche Spazierfahrt hin und wieder ist natürlich auch nichts einzuwenden. True. So, dann wollen wir mal. Aber ganz ehrlich, den ersten kann man super einfach skippen. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, dann schafft man das im Normalfall auch nicht, oder? Gerade weil da ja auch diese Lavapfützen sind und jeder macht doch erstmal die weg. Also ja, schwierige Aufgabe beim First Try. Aber jetzt müsste es passen. Ja. Okay. Dann lass uns kurz feiern. Gucken, ob ich weitere Figuren bekommen habe. Ja, die Glühbirne. Ziemlich altes Teil, aber nehme ich. Noch eine Challenge, aber das alles später. Jetzt kommt Marsch auf der Inferno-Straße. Was denn für ein Marsch? Mal sehen. Auf jeden Fall wechseln wir auf den Kreiselbumerang. Wobei Bora hier jetzt auch nicht schlecht gewesen wäre.
dachte mir nur, Marsch klingt halt nach Gegnern. Eine Truppe von Gegnern. Und wir müssen Fleisch klauen. Ehrlich gesagt sah das jetzt aber nicht so aus, als wenn die Füchse da besonders scharf drauf gewesen wären. Der eine hat sich sogar selbst umgebracht, ohne dass ich irgendwas getan habe. Weiß nicht, was der für Issues hat, aber das Fleisch ist meins. Das ist die Hauptsache. Ja, und wie befreie ich dich jetzt? Warte mal, da ist ein Hintereingang? Was? Kapiere ich nicht. Also entweder das kommt noch oder ich habe was übersehen. Ach, hier oben, oder? Ja. Alles klar. Fünf Waddledees. Einiges zu tun hier. Kirby darf Feuerwehrmann spielen und sie aus dem brennenden Gebäude retten. Oh, da oben ist die Kugelblitzfähigkeit. Dann nehmen wir die. Kommt sicherlich auch nicht ohne Grund. Secret. Aber ich denke mal, dass wir es jetzt mit einem Boss oder einer Gegnergruppe zu tun bekommen. Ah, und hier ist auch das zweite Fleisch. Lecker. Ja, ein Boss. Dann regeln wir das mal. Ah. Okay, auch das war eine Mission. Da das ja nur einmal einsetzbar ist, nehme ich mir das Eis an der Stelle. Und würde sagen, der erste Screen ist geglückt. Ah, warte mal. Was ist hier? Nichts? Was? Oh, okay. Eis bekommt man hier so oder so. Jetzt kann ich auch über die Lava, ne? Ja. Das war, glaube ich, in anderen Kirbys auch schon der Fall. Wait, was war denn da unten? Nein, so wollte ich das jetzt aber auch nicht überprüfen. Kann man da unten stehen? Haltet mich bitte nicht für doof, aber sieht so aus? Nee. Doch nicht. Na gut. Habe ich mich in die Irre führen lassen. Aber du bist gerettet. Gerne doch. Kumpel. Ja, auch schon wieder. Aber ich falle jetzt nicht nochmal auf den Trick rein. Ich denke halt, weil man da eine Ebene sehen kann, kann ich da auch stehen, aber wenn es vorhin nicht geklappt hat, wird da diesmal auch nichts sein. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir unsere Eisfähigkeit nicht verlieren. Ohne die ist man hier richtig aufgeschmissen. Ach, man darf nicht stehen bleiben, okay. Wusste ich nicht. Ja, macht aber auch Sinn, weil das ja schnell wegtaut. So ein sicherer Boden ist es dann halt auch wieder nicht. Oh, das kommt unerwartet. Nein! Das bräuchte doch bestimmt da oben. Oder? Ja, doch, klar. Ach, warum? Ich hab doch gar nichts falsch gemacht, Mann. Der Sprung war doch nicht schlecht. Oh, ich hab Glück, das respawnt. Ich bin raus aus der Verwandlung. Nochmal hoch.
diesmal schaffe ich den Sprung. Ich weiß wirklich nicht, warum es vorhin nicht geklappt hat. So schlecht fand ich den nicht, muss ich echt sagen. Aber ja, das Spiel ist natürlich der King und hat immer recht. Zeitlimit. Dann lass uns jetzt wenigstens das nicht versauen. Aber ich weiß auch nicht genau, was sie von mir wollen. Ja, okay. Schalter. Mhm. Umkippen. Mach schon! Und jetzt mit der Hebebühne rüber. Oh, das wird knapp. Was ist denn hier los? Der erste Screen war noch perfekt. Aber ich freue mich natürlich, dass es jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Anspruch gibt. Nicht falsch verstehen. So, was mit ihm hier? Von oben? Ja. Kein Problem. Der ist auch quasi geschenkt. Lecker Eis. Bei der Hitze. Perfekt. Trotz Eisfähigkeit. Nehmen wir den mal mit. Können wir nämlich die Kanonen hier beseitigen. Macht das Leben um einiges einfacher. Ich glaube, das muss man sogar machen, sonst kommst du da gar nicht durch. Wieder einmal ein O von einem Hotel. Ja, dann gucken wir mal, dass wir diesmal nicht runterfallen, ne? Wo genau brauche ich das jetzt? Ja, es gibt auf jeden Fall genug Feinde, die mich aufhalten wollen. Mit Sicherheit auch nochmal irgendwo ein Überraschungseffekt. Naja, und von hier springen traue ich mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht. Oder muss ich? Nee. Da laufe ich lieber die extra Runde hier. Das sieht so krass geil aus da unten. Nach vorne oder nach rechts? Ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal nach rechts. Ja. Okay. Oh. 10 von 10. Ja, wie jetzt? Ach, da ist ein Boot! Jo! Wer ist denn der Hersteller? Der hat ganze Arbeit geleistet. Alter, sieht das epic aus! Der ist jetzt wirklich eine 10 von 10 Lava. Und so schön atmosphärisch. Also besser kannst du es halt im Stile des Games nicht darstellen. Ich glaube, hier hinten ist noch ein Secret. Mhm. Alle Windmühlschalter zum Drehen bringen. Haben wir. Fleisch habe ich gegessen. Was gab's noch?
Bin mir nicht sicher, ob vielleicht noch was fehlt. Aber das werden wir gleich erfahren. Oh, was ist das? Eigentlich wollte ich da drauf schießen, aber dann habe ich die Zielscheibe gesehen mit Weltraumentdecker-Blaupause. Ach so, dann die finale Form. Mhm. Können wir uns gleich reinziehen. Schöne Steigerung. Auch das zweite Level war nice und gut. Außerdem haben wir alles. Eisbär mit Kugelblitz besiegen war er ja noch. Stimmt. Dann der Verkehrskegel. Und ein Boss. Wutwedel, Tropic Woods. Die Ozeanluft und das warme Sonnenlicht haben Tropic Woods wachsen und gedeihen lassen. Seine riesigen Kokosnüsse erzeugen beim Aufprall gewaltige Explosionen. Jene, die nicht explodieren, sollen angeblich total lecker sein. Doch bisher haben nur wenige von diesen Kokosnüssen kosten können. Naja. Waddle Dee. Diese entzückenden Bewohner vom Planeten Pop strandeten bereits vor Kirby in der neuen Welt. Bedroht von einigen wilden Bestien, die sie gefangen nahmen und ihnen ihr Essen stahlen, oh wie assi, waren die Aussichten anfangs nicht rosig, doch Kirby half, ihre Stadt wieder aufzubauen und ein neues Leben zu beginnen. Ehren Kirby. Elfenbastelei. Wie creepy. Das ist mal ein Levelname. Holy shit. Es geht auf jeden Fall brandheiß weiter. Aber ich habe nichts anderes erwartet. Ihr etwa? Denke nicht. Ja, dann wollen wir noch schnell beim Waffenladen luchern. Und den Entdecker upgraden. 260 Waddle Dees bereits gerettet. Nice. Hoffentlich enttäuscht das Design nicht. Weil ich finde das hier eigentlich schon relativ cool. Geht es noch besser? What? Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. Ein Space Invader. Mit Laserkanone. Oh, die ist richtig schnell. Das ist ja mal ein cooler Angriff. Wuhu! Sogar er feiert's. Und ihr? Wenn ja, like. Wenn nein, trotzdem like. Bis zum nächsten Mal.